So, und damit herzlich willkommen zurück. Die erste Folge ist jetzt aufgenommen, hochgeladen und wird noch von YouTube bearbeitet. Und jetzt spielen wir mal einfach weiter und versuchen mal den Gegner jetzt auf Mittelsicherheitstrakt zu besiegen. Ist ja jetzt hoffentlich nicht mehr allzu schwer. Oh. Vielleicht auch doch. Geht doch. Also wirklich kürzer ist der Kampf dann nicht. Aber er zieht uns dann hoffentlich nicht allzu viel Energie ab. Lebenspunkte. So. Gesundheitsinjektor. Suche nach an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke Steuerkreuz runter, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen die Gesundheit wieder auf, aber verwende sie mit Bedacht, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Ich habe also ein Inventarbildschirm. Ah, okay. Aha. Oh, ich bin eine gesuchte Person. Und am Leben. Sturz. Nutzen und Sturz heißt wahrscheinlich fallen lassen. Oh, ich drücke jetzt mal lieber nicht drauf. Hört sich komisch an. Noch so einer. Okay. Geht so hell. Lift P105. So, dann fahren wir mal. Oder auch nicht. Elias, mit dem Aufzug stimmt nach unten. Das nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt! Das bringt dich zum Isolationstrakt. Erreicht den Doktor trotzdem. Dort nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Als ob die nicht schon durchgeknallt genug waren. Fast schon klar. Zugangshalle S019. Lackerndes Licht ist nie gut. So, hier ist aber sonst nichts. Mhm. Sektor N114. 99. Wer hat gerade meinen Namen gerufen? Energieumwandler. Wertvolle, verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Also das ist Bauteile, die an einem Reforge des
zu einem niedrigen Preis für Callisto Credits verkauft werden können. Die UJC, wurde bestimmt schon genannt, was es ist, hat den Kauf dieser Schmuggelware autorisiert, um sie aus dem Umlauf zu nehmen. Fragt mich immer noch. Jetzt gucke ich mal, was Sturz ist. Das ist bestimmt wegwerfen oder so. Lieber nicht. Credits. Also wird es hier wahrscheinlich auch so eine Art Automaten geben. Unbekannte Daten. Wer versucht damit mitzureden? Kann ich das Pumping? Ja. Credits. Da geht's nicht rein. Dem nicht. Der ist doch gar nicht zerstückelt oder so. Da geht's nirgendwo rein. Da liegt noch was auf dem Bett. Noch mehr Credits. Wir werden reich. Alles okay mit dir? Nein, aber ich muss ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Eine Box. Schön. Gesundheitsinjektor und 50 Credits. Arbeiten. Hallo? Hör mal bitte auf. Elias, hab den Aufzug gefunden. Ich komm rauf. Ja, ich hätte auch gerne eine Waffe jetzt, langsamer.
Bewegungserlaubnis wurde erteilt. Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Also ich finde ja die Roboter ein bisschen brutal, ne? Alter. Den will ich ehrlich gesagt nicht begegnen. Das war ich nicht. Elias. Weg. Können die uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen. Boah. Autorisiert. Was geht hier ab? Gut, der ist weg. Bleibt der jetzt da stehen? Nicht, dass ich jetzt hier rauskrieche und er kommt gleich wieder zurück. Außer Sicht weiter. Alter. Kann ich mich hier drunter verstecken? Nee. Die dürfen mich nicht sehen. Ja, ja, geh weg. Jetzt bewegt er sich auf einmal. Ist das einer? Er geht weiter. Gut, dann kann ich ja jetzt hier lang. Hier ist nichts mehr. Oh. Komm bitte nicht zurück. Hat er gerade Englisch gesprochen? Wreck condition elevated. Schön unten bleiben. Geht er schon wieder? Ja, er geht weiter. Als wäre ich hier sicher. Na, aber bevor ich da lang gehe, da war ja noch ein Kasten an der Wand. Ist der jetzt ganz weg? Ne, der schaut in meine Richtung. Aber ist weit genug entfernt. Noch ein Gesundheitsinjektor. Da ist noch eine verschlossene Tür. Der bleibt hoffentlich da hinten. Zwei Schränke und noch eine Tür. Credits. Nochmal Credits. Okay. Okay, hier wird er ja nicht langkommen. Gibt es eigentlich auch sowas wie eine Karte? Sicherung erforderlich.
bitte. Das ist doch... Ich kann ja so weit laufen, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich in die falsche Richtung gehe. Obwohl ich ja eigentlich in die falsche Richtung gehen wollte. Erstmal alles untersuchen, bevor ich hier irgendwo... in einem Bereich lande, wo ich nicht mehr zurückkomme. Leben. Also es gibt Leben und die Gesundheitsinjektoren. Leben sofort. Gesundheitsinjektoren. Sicherung. Wenn man sie benutzt. Steht er noch da hinten? Ja, er bleibt da hinten. Das ist gut. Ansonsten ist hier nichts mehr. Okidoki. Dann gehen wir mal durch die eigentliche Tür. Das sieht nicht gut aus. Was haben wir hier? Oh! Alter! So ein Pisser! Oh! War bestimmt der Kopf von dem, ey. Ich glaube, die Roboterarme sind ein bisschen kaputt. So, was ist das? Eine Sicherung. Ach so, jetzt habe ich das hier abgeschlossen. Kann die andere Tür öffnen? Audioprotokolle. BIOS. Drücke Steuerkreuz hoch, um das Inventar zu öffnen. Drücke den rechten Bumper, um das Daten-BIOS-Menü auszuwählen, verwende das Steuerkreuz zum Auswählen von Daten-BIOS-Kategorien und einzelnen Daten-BIO-Einträgen. Drücke die A-Taste, um die ausgewählte Daten-BIO anzusehen und abzuspielen. Daten-BIOS. Ausbruch. Ansehen. Korrumpierer? Achso, ich habe nur... Woran erkenne ich denn das? Achso, weil es grün ist. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Dachte, er spielt es auch ab. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber... Ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten. Was für eine kryptische Aussage. Die Möglichkeiten. Ah ja, hier kann ich auch eine Sicherung reinpacken. Da komme ich zum Roboter, das heißt, da bringt es mir eh nichts. Hier ist Feuer. Verbrenne! Verbrenne! Hat er mich noch erwischt, ja. Oh, ich bin aber ordentlich rot. Steuerkreuz nach unten machen.
gedrückt halten. Okay. Credits. Aber ist gut, wenn die sich so ankündigen. Dann weiß ich wenigstens, dass sie kommen. Habe ich schon gesagt, flackernde Lichter, nie ein gutes Zeichen. Gesundheitsgel. Achso, das war ein normales Leben. Gesundheit? Da hätte ich mich mal gerade noch nicht geheilt. Vielleicht habe ich mich jetzt zu viel geheilt. Da kann ich durch. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob ich jetzt eventuell aus Versehen den richtigen Weg gehe. Durch. Suche noch das Waffenlager. Nee. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Mach ich nicht. Bin nämlich aus Versehen richtig gegangen. Dann laufen wir mal den ganzen Weg wieder zurück. Wir wollen nämlich noch die Sicherung erstmal an der anderen Stelle einfügen. Und dann wollen wir den anderen Weg nochmal laufen. Hier Sicherung. Torsicherung. Ganz schön dunkel hier. Ich frage mich auch, bringt es mir was? Was ist, wenn ich da rüber gehe? Das mache ich mal. Könnte sein, dass ich jetzt sterbe wegen dem Roboter. Der gar nicht mehr da ist. Wo ist der hin? Oh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass der weg ist. Und dann ist hier noch nicht mal was drin, oder was? Da oben nicht. Der kommt bestimmt gleich irgendwie von hinten, wenn ich jetzt in die Richtung laufe. Oder ich habe ihn ausgetrickst, dadurch, dass ich schon im nächsten Bereich war. Ist er jetzt einfach verschwunden. Wie er einfach der Ton weg ist. Gut, also musste ich hier scheinbar nicht mehr hin, obwohl die Tür mich hier irritiert. Da denkt man richtig, da ist irgendwas drin. So, dann gehen wir mal zurück. Ich schätze mal, der wird jetzt hier allgemein gar nicht mehr sein, der Robot. Ja. Und dann die Sicherung mal hier reinpacken. Ja, ist nur ein Raum.
Dachte ich mir fast. Energieumwandler zum Verkaufen. Und noch ein Gesundheitsinjektor. Schön. Achso, den kann ich ja gleich mitnehmen. Vielleicht brauche ich den in die Richtung auch noch. Und nachher brauche ich ihn ja sowieso, um wieder der Story zu folgen. Hier ist hundertprozentig noch irgendwo ein Gegner. Leben voll. Das hört sich doch gut an. Ich gehe erstmal hier komplett durch, bevor ich auf dem Rückweg nochmal schaue. Das ist ja eigentlich ein Duschraum, ne? Aber was ist das für eine Kammer? Ist doch keine... Doch, ist eine extra Dusche. In der Dusche zerstümmelt. Uah. Credits. Mehr nicht. Jetzt auf dem Rückweg kommt eh irgendwas. Vorhin ist es dunkler geworden, oder? Auf dem Hinweg alles einsammeln sollen und auf dem Rückweg aufpassen. Eine schöne Dusche. Die ich nicht nehmen kann. Okay. Nichts passiert. Auch wenn es so aussah. Dann gehen wir jetzt mal zurück und folgen endlich mal wieder der Story. So hell.